Meinen ersten Windsport hatte ich vor 7 Monaten aus Komponenten meines Sponsors RS Components aufgebaut. In diesem Video gibt es den verbesserten Nachfolger dieses speziellen Roboters zu sehen. Windsport 1 hat gezeigt, dass das Prinzip der Steuerung funktioniert. Allerdings war die Bewegung bei genauem Hinsehen doch etwas zittrig. Für einen Messestand auf der SBS IPC Drives in Nürnberg war RS Components auf der Suche nach einem Ausstellungsobjekt. Somit wurde schnell die Idee geboren, eine verbesserte Version dieses recht ungewöhnlichen, über Seilzüge angesteuerten Roboters ins Leben zu rufen. Kernkomponente des neuen Modells sind bipolare Schrittmotoren, welche die über Sensorscheibenrückkopplung gesteuerten Gleichstrommotoren ersetzen. Der Vorteil liegt darin, dass diese in deutlich kleineren Schritten angesteuert werden können. Während in der ersten Version eine volle Umdrehung des Motors in 48 Schritte unterteilt wurde, sind es nun 200 Vollschritte des Motors, welche durch die Gecko Drive Motortreiber in 10 Mikroschritte unterteilt werden. Somit bewegt sich der zentrale Teil des Windsport schon deutlich gleichförmiger. Der untere, von Servos angesteuerte Teil des Roboterarms zeigte aber nach wie vor deutliches Zittern. Die günstigen RC-Servos sind hervorragende Stellmotoren für Robotikprojekte, solange die entsprechenden Hebel kurz gehalten werden. Besonders für die beiden Servos zur Ansteuerung der Plattform trifft das nicht zu, der Hebel von den beiden Drehpunkten zur Spitze des Greifers ist recht lang. Diese Servos habe ich daher durch kleinere bipolare Schrittmotoren ersetzt. Die Ansteuerung dieser beiden Motoren erfolgt durch preisgünstige Chips vom Typ L293D. Das Ergebnis ist noch besser, allerdings nach wie vor nicht optimal. Die Schrittmotoren sind deutlich schwerer als die ursprünglich an diesen Stellen verbauten Servos. Die Motoren sollten daher möglichst nahe an den beiden Achsen der Drehung montiert werden. Ferner muss die Rahmenkonstruktion kompakter und stabiler gebaut sein. Also zurück ans digitale Reißbrett und meine CNC, um den Aufbau des unteren Teils zu überarbeiten. Die Teile aus 5 mm Plexiglas habe ich wie zuvor mit meiner CNC Version 3.2.1 gefräst. Aufgrund des höheren Gewichts des zentralen Teils mit dem Greifarm haben sich die Stahlseile an den Ösen durchgescheuert. Zur Entlastung habe ich kleine Kugellager verbaut. Das Ergebnis dieser überarbeiteten Version des Windsport hat mich überzeugt. Der Roboter kann die 20x40 mm Dominosteine mit einer Breite von nur 5 mm problemlos stapeln, was mit Windsport 1 nicht immer auf Anhieb geklappt hat. Zentrales Gehirn dieses Windsport, den ich als Version 1.5 bezeichne, ist ein Raspberry Pi. Der Arduino Uno, der zuvor zur Ansteuerung der Gleichstrommotoren benötigt wurde, entfällt. Die Chips zur Ansteuerung der beiden Schrittmotoren an der unteren Plattform befinden sich neben dem Raspberry Pi. Die Gecko Drive Schrittmotorsteuerung sind hingegen direkt neben den drei Motoren der Seilwinden angebracht. Der an der Decke hängende Rahmen ist mit Schnüren befestigt. Die Kreuzverspannung verringert das Schwingen des Windsport, auch diesbezüglich macht sich das höhere Gewicht der Schrittmotoren am unteren Teil des Greifers deutlich bemerkbar. Angesteuert wird Windsport 1.5 durch das schon beim Vorgänger gezeigte, jedoch weiter ausgebaute Browser-Interface. Die Steuerung und Programmierung von Bewegungsabläufen kann somit plattformunabhängig von vielen Endgeräten aus erfolgen. Hier verwende ich ein Nokia 3 und selbst mit diesem preisgünstigen Smartphone gelingt die Programmierung der Bewegung problemlos. Auf dem Raspberry Pi läuft der Webserver Apache mit Unterstützung für Perl Scripts.
koppelt man eine Bluetooth-Tastatur mit dem Smartphone und installiert einen simplen Texteditor sowie einen SSH-Client, so kann man sämtlichen Quellcode der verwendeten Programme editieren und somit jederzeit vor Ort anpassen. Um Robotik zu betreiben, bedarf es keiner umfangreichen Entwicklungsumgebung oder teuren Hardware. Wie zu sehen, funktioniert das auch mit einem günstigen Taschencomputer, vorausgesetzt man selbst ist smarter als sein Phone. Euch smarter zu machen ist Anliegen meiner Projekte, daher sind die Quellcodes der verwendeten Software sowie die Schalt- und Baupläne wie immer Open Source und auf meinen Seiten erhältlich. WinSport 1.5 läuft zu meiner vollsten Zufriedenheit, dennoch ist das Projekt noch keinesfalls abgeschlossen. Nach wie vor erfolgt die Zufuhr der Bausteine manuell und auch die Steuerung soll geändert werden. Für die Messe wird der Raspberry Pi durch eine Simatic 2020 von Siemens ersetzt. Es wird die Zufuhr der Bausteine automatisiert und noch das ein oder andere Feature integriert. Mehr dazu gibt's vom 28. bis 30. November 2017 auf der SPS IPC Drives und später in einem weiteren Video. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!